So, hier muss ich jetzt mal gerade so ein bisschen ausbessern, das war ein bisschen kacke. So, und das war auch Mist. Das ist dann hier so ein bisschen der Ausläufer. Das ist schon mal eine Dimension, die ich auf jeden Fall annehmen muss. Bin ich gerade im Überlegen. Also das Ding muss ja echt hoch werden. Ja. Ups, ja. Weißt du, dafür haben wir übrigens die ganzen Spitzhacken jetzt dabei. Wir müssen natürlich gucken, wie wir das auch umgesetzt bekommen, ne? Da hinten ist die andere Insel. Ich hatte, glaube ich, gesagt, ungefähr bis dahin müssen wir gehen, ne? Ja, so Pi mal Daumen, ne? Also das wird... Also wir hatten noch, dann noch ein bisschen Abstand dann davon da hinten gehabt. Ja, das Problem ist jetzt, liebe Leute, wir haben jetzt natürlich wieder so grobe Vorstellungen, ne? Ich glaube, wir können auch sagen, was es werden soll, oder? Willst du das so lassen jetzt? Ich weiß nicht, ob die... Also wir können es ja grob sagen. Also wir wollen jetzt hier einen großen Vulkan bauen. Mit Geheimnissen. Das können wir so behaupten. Ja. So. Wie wir den Vulkan natürlich noch auslegen, das wird natürlich... Das könnt ihr euch wirklich... Das wird episch. Also deswegen brauchen wir jetzt auch wieder Zeit. Es wird auch jetzt nach dieser Aufnahmenreihe, die werden wir jetzt so schalten, dass wir ein paar Wochen Zeit haben, weil dafür werden wir ein paar Wochen Zeit brauchen, da wir ja noch viele andere Projekte haben. Auf jeden Fall wollen wir diesen Vulkan hier erstmal in der Grundplattform, so wie auch vorher, da bauen. Ja. Und dafür brauchen wir eine riesige Plattform, weil wir das Innere des Vulkanes noch brauchen, damit wir das natürlich auch episch gestalten können. Und jetzt sind wir natürlich am Überlegen, wie groß das Ganze werden muss, damit man sich da drin auch ein bisschen bewegen kann. Ja, das wird schon was brauchen, ne? Könnten aber auf jeden Fall mit dem Grundgerüst doch schon mal an, die können wir nicht. Mit dem Grundgerüst können wir natürlich noch nicht anfangen. Weil wir erstmal eine Seite brauchen von der Größe, von der Fläche her. Eine Breite, weißt du? Da werden wir aber auch noch ganz viele Cobblestones abackern müssen. Ja, auf jeden Fall. Denn das muss ja jetzt hier auch noch komplett ausgefüllt werden. Ja. Also ich hab noch. Hast du keine mehr? Doch, ich hab noch, aber... In der Truhe waren auch noch ganz viele. Auf jeden Fall müssen wir versuchen... so wenig nach unten hin zu verschwenden bei Fehlbauten. Wenn oben drauf was platziert wird, ist es ja egal, aber dass nichts runterfällt, weil jetzt müssen wir echt rechnen. Ich glaube, die Seite hier ist eigentlich schon ganz gut. Muss noch ein bisschen breiter gezogen werden. Aber hier so vom Start her meine ich. So. So. Mach die mal ein bisschen breit, dann können wir hier vielleicht schon mal so ein bisschen anfangen. Ja, für so große Bauten bist du der Chef. Ja, also ich weiß ja auch, was wir vorhaben und wie das auch aussehen soll. Aber mir ist das schon immer das Problem gewesen, ich kann sowas nicht umsetzen. Ich habe für sowas kein Gefühl, wie groß muss etwas sein dafür. Ne? Und da bist du halt der Chef und... Ja. Ja, also wir haben ja schon viele, viele Minecraft-Maps zusammen gespielt und wir haben auch schon viele, viele Projekte zusammen gemacht. Ja. Und von daher weiß die liebe Volta ja, wie viel Potenzial da manchmal drin steckt. Und ich weiß auch, wie viel Potenzial in Voltras Projekten steckt, gar keine Frage, um mich jetzt nicht nach oben zu pushen.
Allerdings ist sie so eher so der, ich sag mal, Innenarchitekt in Minecraft. Sie hat so das Auge für die ganzen Sachen da drin und da könnte man ja noch so ein Pflänzchen reinmachen und das kann man so und so machen. Bei mir sind das immer so große Bauten. Ich bin halt eher so der Gigant unter den Bauern. Ich habe so ein riesiges Wolkenschloss damals gebaut gehabt. Das weiß ich noch. Und so eine schwebende Insel hatte ich mal gebaut. Und jetzt halt Und dieser Vulkan. das Schiff, das wir Stimmt, mal das Schiff hatten, hatten wir mit gebaut. Tricky sogar noch Ja, da war zusammen. Tricky noch dabei. Leider hatten wir das nicht aufgenommen. Ja, das sieht schon gut aus. Ich glaube, das war sogar noch zu Beta-Zeiten, ne? Ja, das war noch in der Beta auf jeden Fall. Da war Minecraft noch nicht draußen. Das ist schon ein bisschen her. Das Schiff ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Aber war auch mega geil. Da bin ich schaffen gegangen, ne? Schön Holz abschlachten und so, Wolle sammeln. Und ihr habt da rumgewerkelt. So, das hier ist die Breitseite. Die können wir so lassen. Das müsste Okay. passen. Ich fülle dann überall mit Stein aus. Ich bin der Steinauffüller. Ja, ich möchte uns natürlich auch nicht noch mehr Arbeit machen, als wir die sowieso schon haben. Weil halt, wenn ich irgendwo hier was fehlbaue, muss Jabu das wieder begradigen. Deswegen lasse ich erstmal meine Fingerchen schön davon. Passiert nichts. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem am Minecraft Together, ne? Also da hat halt einer eine Idee, der andere möchte natürlich gerne mitmachen. Aber man kann natürlich sich so ein bisschen austauschen, ein bisschen ergänzen, das machen wir ja auch. Aber das ist ja auch wie mit dem Marktplatz zum Beispiel. Da hatte Voltra diese tolle Idee mit dem Marktplatz. Und dann habe ich halt versucht, so ein bisschen die Stände da zu bauen, aber die großen Ideen, die kamen halt hauptsächlich von ihr. Wie wir das da auslegen und mit den Sandsteinplattformen und sowas. Ich habe das dann irgendwann da hingelegt. Dann fand sie das gut oder eben nicht. Hast du noch Steinchen? Ja klar, du kriegst von mir hier. Schwupps, schwupps, schwupps. Aber denk dran, Helm anziehen, wenn ich schmeiße, das kann wehtun. So. Auch noch Helmpflicht Ja, hier. ich glaube, das ist schon eine Dimension, die realistisch ist. Oh wei, ich sehe uns den Dix wieder in unzählbaren Höhlen. Ne, wir sind uns gleich wieder unten in der Dingenshöhle, im Wasserquartier. So, ich mache jetzt einfach mal so einen Querschnitt rüber. So, warte mal. Ja, auf jeden Fall so ein Vulkan. Wir haben auch schon Lava-Eimer. Ihr habt ja auch schon die Lava-Spots gesehen. Oh, es wird dunkel, ne? Oh, ja. Die Lava-Spots habt ihr ja schon in den Lampen gesehen. Die werden wir natürlich hier auch wieder verwenden, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall mal überraschen lassen, wie wir das denn so vorhaben. Ja, wird schön. Glaube ich auch. Warum können Steine keine Kinder kriegen? Ich muss mal ganz kurz wieder auf Tag schalten. So, und zack, steht die Sonne wieder oben am Hör mal, Himmel. weißt du, was für auch vielleicht sein könnte? Die Plattform ist ja jetzt gleich mega groß, ne? Ja. Und noch steht ja nichts drauf, ne? Aber es werden keine Tiere spawnen. Es ist komplett nur Stein. Schade. Und ich glaube, weil es Cobblesteine sind, sind die ja automatisch von dir angebaut. Und dann können da gar keine Tiere spawnen. Okay. Bin mir nicht sicher, aber oh nein, ich habe einen Cobblestone für den Cobblestone, einen Kobbelstoff. Pflasterstein verloren. Ich tauche mal hinterher. Wegen einem Pflasterstein, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Nicht wegen einem 64er Stack, sondern wegen einem. Und dann machen wir dieses Stück der Plattform machen wir erstmal. Ausfüllend. Und dann versuchen wir das Ganze schon mal so ein bisschen hochzuziehen und dann gucken wir mal, ob das passt. Weil wir müssen ja, irgendwo müssen wir ja sowieso anfangen und dann ergibt sich die Dimension ja.
So. Ich wette, es gibt viel spektakulärere Sachen irgendwo. Kann ich gut von ausgehen. Das Weil wenn ich stimmt. manchmal so sehe, was so Leute bauen, das ist ja echt faszinierend. Aber, das muss man auch dazu sagen, die bauen mit unendlich Rohstoffen oder mit irgendwelchen Editoren. Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Es gibt da irgendwie so ein Teil, das ist so ein Mod. Damit kann man einfach sagen, ich möchte jetzt 20 Blöcke in die Richtung das bauen, ich möchte 15 Blöcke nach oben das bauen, das Ganze dann füllen Ja. und dann bauen die sich da die Flächen so nach oben. Das, da ist überhaupt keine Arbeit drin. Und bei uns, da seht ihr ja, wir schöffeln da in irgendwelchen Minen die Steine ran und geben nicht einfach mal irgendwo im Server Gift das und das. Nee, gibt's bei uns nicht. Nee, ist alles handgeknüppelt, verarbeitet. Das ist hier Handwerkskunst. Genau. Wir haben viele Berufe, Steinmetz. Buster. Ja. So. Flieger. Bin ein Auto auf Steine. Hab gleich auch keine mehr. Ich gebe dir mal so gut wie meinen Rest. Denn jetzt bin ich gerade am Planen. Das heißt, ihr werdet jetzt eigentlich die unspektakulärste Sicht überhaupt haben. Denn jetzt bin ich hier die ganze Zeit am Denken und am Planen. Tut mir leid, Leute. Mal hier. Hier so Boah, ansetzen. man wird richtig rammdösig dabei, ne? Wenn man die hellen Steinchen immer setzt. Ja. Und da. Dann hier. So. Sich das dann so nach oben vorstellen. Ja. So, da mal einen drauf. Nimmt doch schon eine kleine Form an. Ja, das ist schon. So, wenn man sich jetzt da vorstellt, man steht hier und guckt da drauf, dann sieht das noch kacke aus. Das da noch so hin. Ja, das Ganze soll natürlich noch natürlich aussehen. Soll natürlich noch natürlich aussehen. So. Denn wir wollen ja einen Vulkan und wir wollen nicht einfach nur ein symmetrisch hochgezogenes Etwas. Und dazu müssen wir natürlich gucken, dass wir das zum einen so ein bisschen rund machen und zum anderen geschlossen in sich. Oh Gott, und gleichzeitig muss es ja auch noch aus allen Perspektiven so aussehen, ne? Das wird jetzt die Schwierigkeit. Ich bin mal gespannt, ob man das. Ja, ah nee, wird man ja definitiv. Hat sich erledigt. Was denn? Ob man das auch von der Manka-Bude aussieht, aber wird man auf Das jeden Ding wird Fall. man auf jeden Fall von der Manka-Bude aus sehen. So, jetzt lege ich noch hier. Nicht wundern, dass ich manche Steine so lege. Das hat natürlich den Effekt, dass man hier drinnen eine andere Sicht hat als draußen. Denn wir wollen ja auch so ein bisschen rein in den Vulkan. Deswegen lassen wir das ja alles offen, sonst könnten wir einfach nur so eine Hülle bauen und dann hätte sich das schon erledigt. Müsste man sich nicht noch so Doppelgedanken machen.
So. Gucke ich mal gerade. Geht das ja hier immer weiter nach oben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier die Seiten weitermachen. So, wenn wir die Seiten weitermachen. Mal gerade. Entweder Ich den habe keine so Steine machen. mehr, aber so richtig ramdösig, sehr so. Stein über Stein. Das sieht so gar nicht mal so schlecht Ich hole aus. noch mal ein paar Steinchen, ne? Ja, mach mal dein Inventar bitte voll, weil ich habe jetzt gleich auch keine mehr. Krass. So. Wow, hier ist ja noch gar nichts. Upsa. Wow, ich komme nicht. So doof hier rauszukommen.